Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo bzw. zu diesem, ich sag mal, Update-Video, wie es jetzt im 2020 aussieht. Ja, und ihr seht, ich spiele Sea of Thieves. Ja, ich habe zwar gesagt, das ist wahrscheinlich zu Ende hier. Im letzten Jahr habe ich das noch gesagt. Jo, aber es sieht anders aus. Also ich kann Sea of Thieves spielen. Ihr seht aber den Ping mal gerade auch eingeblendet hier als kleine Zahl, ne? Normalerweise war der früher auf 80, jetzt ist er, naja, eben schnell mal auf 120 oder höher. Wobei das früher auch gab. Das ist mal das eine. Und das andere kann man sagen, ja, wie sieht's denn eigentlich aus im 2020? Was kommt da? Ja, wie sieht's aus? Welche Let's Plays kommen da neue oder nicht? Also einfach mal, um euch die Frage hier vorwegzunehmen. Ja, im 2020 wird es einfach mehr oder weniger so sein, habe ich mir vorgestellt, dass ich einfach nur die angefangenen Let's Plays, ob ich die jetzt im 2019 oder 2018 oder wann auch immer angefangen habe, einfach mal beenden werde. Das heißt nicht, dass ich sie jetzt einfach aufhöre mit den Let's Plays, sondern ich will sie wirklich komplett noch beenden. Zum Beispiel Cat Maze, Ukulele and the Impossible Lair, Lost Embers. Ich würde sagen, dass ich das versuche zu beenden. Und es wird wahrscheinlich wirklich so sein, dass nur alle Wochen so etwa ein Video pro Woche kommt. Momentan ist es gerade so, dass am Samstag immer ein Video kam von Lost Ember. Wenn das Let's Play dann fertig ist, wird einfach ein anderes Let's Play kommen. Beziehungsweise weiß ich halt jetzt nicht, ob ich da einfach zwischendurch auch irgendwas anderes noch aufnehme oder so. Genau. Also was ich sicher auch noch weiterführen will, ist der Lego Batman Movie oder so hieß es, glaube ich. Genau, das möchte ich natürlich auch noch weiterführen. Dann gibt's, was habe ich noch? Oden 4 Live Rasier, wobei das für mich jetzt gerade nicht pressiert. Valkyria Chronicles 4. Ja, da könnte es noch ein bisschen dauern, bis da wirklich was kommt. Dann gibt's, was gibt's noch alles? Es gibt jedenfalls sehr viele Let's Plays, die ich eben angefangen habe. Ich meine, Age of Empires, da hätte ich mal gerne was rausgebracht, aber ja. Ach ja, Klonoa hat eigentlich angefangen. Es gibt da leider bisher nur ein Part, wo ich jetzt hier das einspreche. Ich habe aber eigentlich das komplette Spiel durch. Ich muss nur nachkommentieren, weil ich damals Probleme hatte. Und weil ich das Ganze übersetzen will, das Englische. Naja, so sinngemäß, beziehungsweise Google Translator. Also ihr könnt mich da gerne bei Klonoa Empire of Dreams. Genau, Empire of Dreams war. Da könnt ihr mich gerne korrigieren. Dann vorweg eben wegen Internet und so. Ich nutze immer noch das mobile Internet, aber es geht bei manchen Spielen oder bei den meisten mehr oder weniger. Ihr müsst jetzt nicht erwarten, dass ich Fortnite wieder spiele, ne? Das hat nichts mit dem Internet wirklich zu tun. Ich kann nur sagen, es ist sehr abhängig von der Uhrzeit und vom Tag, ja? Also am Abend zum Beispiel habe ich sehr schlechten Empfang. Morgen um mittags geht das relativ gut. Ja, jetzt haben wir gerade nachmittags, also ich würde sagen, ja, gut, halb, also 16:30 Uhr, ne? Und das ist etwa das Normale, wenn ich jetzt Sea of Thieves spielen würde. Bei Minecraft sieht es auch so aus, also der Ping war sicher nicht, aber es läuft das Spiel. Also Windows 10-Version, ja? Und auch die Android-Version. Und was gab's noch? Rocket League, genau. Habe ich auch schon gespielt. Da gibt es zwischendurch einfach, dass der Ping etwas hochschnellt. Und ja. Was soll ich sagen? Übrigens zur Angel hier, man kann wirklich
Da kramen wir mal kurz. Man kann eben wirklich was hinmachen, das habe ich vergessen zu sagen, beziehungsweise nicht gewusst, wenn ihr so Dinge findet, wo man dann die Angel machen kann und dann sollte man schneller oder besser irgendwie bessere Fische bekommen oder sowas in der Art. Jo, ich habe mich noch nicht so hundertprozentig eingelebt hier in meiner neuen Wohnung. Ja, ich wohne alleine jetzt, ja, für die, die es irgendwie nicht mitbekommen haben. Oh, ich habe hier schöne Sicht, ne? Und ja, ich bin mich noch ein bisschen am Eingewöhnen hier. Aber es ist halt momentan auch noch so von der WG, wir putzen und alles so. Zwar ist es jetzt Ende Januar, sollte das jetzt endlich zu Ende sein. Also es dauert nicht mehr allzu lange. Und nachher ist das mit der WG endlich Geschichte, sage ich mal so. Wieso endlich? Ja, es hat enorm lange gedauert. Ich meine eben, 20. Dezember hatte ich Schlüsselübergabe, da habe ich schon einen Teil hier hingebracht, ein paar Kartons und so. Und jetzt einfach der ganze Januar war bei mir mehr oder weniger nur immer putzen, putzen. Ich muss überhaupt auch noch in meinem jetzigen Haus auch putzen. Ich weiß, es gibt immer etwas, was man zu putzen hat, ja. Aber es war einfach mehr als normalerweise. Ich glaube, ich kann den gar nicht aufnehmen. Naja, und das war halt echt nervig. Es gab auch Zeiten, da war ich zu müde und so, und ich habe auch noch nicht alles so eingerichtet, wie ich es halt gerne hätte. Und ja, es ist einfach für mich momentan viel zu viel auf einmal, als dass ich sagen könnte, jetzt ist alles super und toll und ich weiß auch nicht, aber das ist eben leider nicht. Naja, den brutzeln wir später mal. Eben, bei den Let's Plays einfach, jo, ich schaue, dass ich die, wo ich angefangen habe, beende. Es kann gut sein, dass es mal zwei Parts, also zwei, ja, Parts, vielleicht auch zwei, einfach zwei Let's Plays oder so pro Woche kommen. Aber in der Regel sollte etwa pro Woche eines kommen. Es kann natürlich auch mal passieren, dass keiner kommt. Ja, eben wegen dem Internet. Jo, es ist eben am Abend ist sehr Problem, dass man mich gar nicht hört. Ich hatte ja auch schon über Party geredet, also Xbox Party. Ja, und da war, das hatte ich vielleicht ein Mbit pro Sekunde an dem Tag. Ja, und das ist vielleicht 5 Minuten und dann höre ich den anderen nicht mehr oder 5 Minuten und dann hört der mich nicht mehr oder ich verliere die Be Verbindung und so weiter und so fort. Und zocken ist dann eh unmöglich. Eine andere Sache noch, ja, die mir einfach so mathematisch aufgefallen ist. Stellt euch vor, ich habe jetzt 294 Abonnenten sind es leider wieder. Zwischendurch ändert sich das immer wieder. Ich finde es immer schön, wenn mich jemand abonniert, auch wenn ich nicht viele Videos hochlade. Ich finde es immer schade, dass ich deabonniert werde, weil ich wenig Videos hochlade. Naja, also eben mathematisch sind es jetzt 294 und ich habe mir gedacht, stellt euch vor, nur mathematisch gesehen, ja, es würde jeder pro Monat 5 Euro spenden. Wie viel das schon ausmachen würde, ne? Wie viel Geld das schon wäre. Ich meine, auch nur 1 Euro wäre das schon speziell. Ich habe mir einfach gedacht, hey, eigentlich wäre das ja voll super. Nur die Vorstellung, man würde 5 Euro, klar, wenn es jetzt, manche haben mich mehrmals abonniert oder so, weil sie mehrere Kanäle haben und so. Aber gehen wir mal davon aus, es wären jetzt, sagen wir, 280 Abonnenten und das mal 5. Klar komme ich nicht, bekomme ich jetzt nicht gerade die 5 Euro, wenn jemand da über, wie hieß der Dienst, egal, über diesen Dienst spendet, weil ich dann nicht direkt alles bekomme, ja. Aber es würde schon einen riesigen Unterschied machen, ja. Ich will jetzt nicht sagen, ja, ihr müsst alle 5 Euro spenden oder 1 Euro pro Monat, aber nur die Idee davon, hey, was würde das schon ausmachen?
Ihr habt vielleicht auch gesehen, eben, ich möchte mich ja eigentlich gerne selbstständig machen. Ich wurde gefragt, ja, über YouTube oder was? Oder mit YouTube? Klar würde ich gerne mit Let's Plays mich selbstständig machen, aber nee, das wird wahrscheinlich eher nicht funktionieren, ne? Also da müsste ich, was müsste ich haben? 1 Million Abonnenten und etwa so viel Zuschauer pro Tag, ja? Also Klicks pro Tag, 1 Million Klicks, dann würde ich vielleicht sagen, da könnte ich vielleicht mit dem etwa leben, ja? Vielleicht. Ich frage natürlich auch, wie viel Euro ich pro Monat brauche. Das weiß ich nicht. Ich kann es momentan auch nicht sagen. Es ist jetzt momentan so, ey, dieser Monat ist einfach nur Geld, Geld, Geld ausgeben, ja? Nicht, weil ich das möchte, sondern weil es einfach dazu kommt. Denn für Entsorgen zahlen, dann muss ich das noch anschaffen, dann habe ich bemerkt, ah, dann ich brauche noch irgendwas zu essen und das möchte ich auch. Übrigens, mein Kühlschrank ist relativ leer, also auch das Gefrierfach, ja. Könnte man ja fast behaupten, ich brauche vielleicht, ja, was soll ich sagen, ein Zehntel vom Kühlschrank? Was? Alter Hut? Kann man den auch anziehen oder was? Also dieses Jahr könnt ihr jedenfalls nicht wirklich neue Let's Plays erwarten. Dass ich überhaupt Spiele kaufe, das könnt ihr auch eher weniger erwarten, weil ja. Ich muss nochmal sagen, wenn ich das nicht schon gesagt habe, dann tut es mir leid, aber ich habe das Gefühl, oder ich habe jedenfalls darüber schon nachgedacht. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich jeden Tag ein Let's Play bringen würde, ja, einen einzigen Part mit den Spielen, wo ich momentan habe, ja, dann würde ich theoretisch gesehen wahrscheinlich 5 Jahre. Na gut, 5 Jahre sind es vielleicht nicht. Aber 3 Jahre würde ich sicher hinbekommen. Ja? Nur die Vorstellung. 3 Jahre mit den Spielen, wo ich momentan habe, würde ich sicher 3 Jahre brauchen, wenn ich an jedem Tag ein Let's Play hinbringen würde. Ja? Und das ist halt schon enorm. Wenn man sich nur das vorstellt. Und da immer die Frage, ja, kauf doch dies, kauf doch jenes. Wie gesagt, ich habe so viele Spiele. Ich würde sicher 3 Jahre dafür brauchen, um die komplett zu Let's Playen. Das heißt nicht, dass ich jetzt jedes von deren Spielen Let's Playen würde, ja. Aber einfach nur die Vorstellung. Ey, so viele Spiele kriege ich hin. So viele Spiele habe ich. Und da immer noch die Frage, ja, kauf doch dies, kauf doch jenes Let's Play, doch dies, Let's Play, doch das. Nee. Ich habe viel zu viele Spiele, um das wirklich hinzubekommen. Darum möchte ich auch gerne mal die Spiele Let's Playen, die ich habe. Und ich habe jetzt hier nicht mal unbedingt Sea of Thieves mitgerechnet, ne? Wenn ich Sea of Thieves noch mitrechne, dann bin ich die nächsten 10 Jahre beschäftigt, ne? Also, wenn ich all die Online-Spiele mitzählen würde, wahrscheinlich. Und da wirklich immer schaue, dass ich alles Neue, wo da rauskommt und so, wieder bringe und sage: Oh, heute machen wir noch, schauen wir uns noch das Neue an, heute machen wir noch dies. Ich würde gar nicht fertig werden. Ja, gut, liebe Leute, mir kommt nichts weiteres in den Sinn, beziehungsweise mir fällt nicht ein, was ich eigentlich sagen wollte, irgendwie. Das noch zu sagen hatte. Das ist halt immer blöd. Nachher, vielleicht bei der Nachbearbeitung fällt mir vielleicht noch was ein und dann kann ich es ja noch
dazu sagen, weil ich hier jetzt genügend gelabert habe. Ja. Ich dachte mir zuerst eigentlich, dass ich das andere Spiel, wo ich immer so Infos bringe, spielen möchte, aber beziehungsweise habe ich es schon aufgenommen und ja. Ach ja, jetzt fällt mir ja trotzdem noch. Und zwar habe ich ja ein Instagram? Doch, Instagram-Account. Ich habe gerade gedacht, das Instagram, stimmt der Name? Ja, jedenfalls gibt es darauf auch ein Let's Play, das da läuft. Und zwar Mario Kart Tour. Ja, also falls ihr gerne mal Mario Kart Tour anschauen möchtet und nur meine Stimme dazu hört, dann könnt ihr auf Instagram vorbeischauen und das Video anschauen. Ja, das Let's Play anschauen. Ja. Und das war's, liebe Leute. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Online spielen werde ich übrigens nicht immer. Ja. Einfach wenn ich mal Zeit habe und mal Lust habe. Das heißt, ich bin relativ selten wirklich lange online, ne? Das meine ich auch damit. Dass ich mal Rocket League eine Stunde oder so spiele oder am Wochenende mal mir irgendwas anschaue. Ich habe eigentlich Sea of Thieves nur wegen einem Update angeschaut und wollte einfach wissen, ob das ging. Deswegen sind da etwa 8 GB draufgegangen. Also ich glaube, es waren eher 8 GB. Naja, es war doch, es waren sicher 8 GB. Der 32 oder 33, wo ich schon genutzt habe. Naja, liebe Leute, macht's jedenfalls gut und wir sehen uns und hören uns in einem anderen Video. Gut, wohl eher hören als sehen. Also macht's gut und tschüss. Oh, der Ping ist mal gut.